Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Parsecs. Heute mal mitten in der Woche statt Anfang der Woche, weil nicht hingekriegt. Ihr kennt das schon alles von hier Miss Survival, da habe ich schon alles erzählt. Wer wissen möchte, was los war, 60 Parsecs, 60 Parsecs, Miss Survival gucken, dann wisst ihr Bescheid. So, wir wollen ein neues Abenteuer starten und wir wollen heute ein etwas kräftigeres Team nehmen. Wir haben ja, wenn wir uns mal die Leute angucken, wo konnte man sie nochmal angucken? Hier direkt, naja. Da sehen wir hier Intelligenz und Beweglichkeit, ne? Hier sehen wir ziemlich viel Beweglichkeit, keine Stärke. Hier sehen wir ziemlich viel Stärke. Hier haben wir eine Ausgeglichenheit an Intelligenz und Beweglichkeit und hier haben wir wahrscheinlich Beweglichkeit, ne, Intelligenz und Stärke. Das heißt, er ist ein bisschen intelligent. Das heißt, wenn wir ein bisschen Intelligenz mitnehmen, dann brauchen wir eigentlich nur noch Beweglichkeit und Stärke, ne? Nee, Stärke haben wir ja. Wir brauchen Beweglichkeit. Das heißt, wir nehmen heute mal Tom Thompson mit und Megan Mann als Begleitung. Entsende drei erfolgreiche Expeditionen in eine fremde Welt. Ja gut, das kriegen wir hin. Nochmal vorweg, ihr könnt natürlich auch mal sagen, hey Zero, spiel mal mit den und den Mitgliedern. Ich zeige euch jetzt mal, wie sie alle heißen. Wir haben hier einmal Emmett Ellis, ne? Ihr seht ja auch die Skills davon. Wir haben hier Dee Dee Dawkins. Wir haben Baby Bronco, Megan Mann und Tom Thompson. Alle haben irgendwie immer den gleichen ersten Buchstaben, ne? TT, MM, BB, DD und EE. Das heißt, im Zweifelsfall könnt ihr einfach schreiben, hey, nimm mal als Captain EE und als Begleitung MM und BB, falls ihr wollt, dass ich mehrere mitnehme. Aber bis dahin entscheide ich selber und ich möchte heute mal mitnehmen Intelligenz, Stärke und Beweglichkeit, dass wir halt so ein Mittelmaß von allem haben. Ich denke, das ist eine gute Idee. Starten wir einfach mal und hoffen einfach das Beste. Seid ihr bereit für eine neue Runde? 60 Parsecs. Mal gucken, wie lange wir diesmal überleben. Ich bin gespannt. Megan Man. Ich muss Megan Man finden. Ansonsten ganz viel essen. Wir werden also zuerst sammeln. Wir brauchen das Telefon. Ach, ich hasse den Anfang. Ne? Der Anfang ist immer so stressig. So. Dosensuppe. 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 Okay, du bist nicht Megan Man. Aber ich nehme die Dosensuppe noch mit. So, okay. Scheiße, hier ist alles einfach im Weg, ne? Gut. Wo ist Megan Man? Du bist nicht Megan Man. Aber wir nehmen das mal mit. Ressourcen sind immer gut. Scheiße, das waren keine Ressourcen. Mist. Aber ich habe hier eine Schaufel gesehen. Komm, nimm die Schaufel mit. Die war gut. Oh, das ist das Telefon. Okay, das Telefon müssen wir auch noch mitnehmen. Oh Gott, Socke, sei nicht im Weg. Okay. Nehmen wir die Socke hier mit. Nehmen wir das Telefon. Da ist Megan Man, ich habe sie gesehen. Das Telefon braucht drei, scheiße. So, nehmen wir Megan Man direkt mit. Und die Rüstung. So. Nehmen wir die Batterie mit. Und Essen. Komm, das Essen kriegen wir noch hin. Das Essen kriegen wir hier noch hin. Oh, ich hoffe, ich habe alles mitgenommen. Oh, nein, ich habe die Statue vergessen. Okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Oh, wir haben ein Mittelmaß der Dinge. Wir haben die Schaufel. Ach, Verbandskasten. Den Verbandskasten können wir bauen. Wir haben Ressourcen mitgenommen. Wir haben Ressourcen mitgenommen. Das heißt, Verbandskasten können wir bauen. Wir haben auch Steine mitgenommen. Das heißt, wir können uns die Statue bauen im Zweifelsfall, wenn wir sie brauchen. Tag 1. So, Suppe haben wir 9 Stück. Wir haben es wieder geschafft, 9 Stück Suppe mitzunehmen. Das 9 Stück Suppe hat ja immer gut gereicht. Gut, Verbandskasten haben wir nicht. Herstellung ist noch nicht da. Okay, das können wir wahrscheinlich erst an Tag 2. Wir haben plus 2 Suppe noch bekommen. Ach, großartig. Großartig. Juhu, die Biene gehört dir, Captain. Wir haben ein Mittelmaß der Dinge. Wir machen einen starken. Eigentlich muss ich Intelligenz nehmen. Das hat ja beim letzten Mal auch nicht funktioniert. Nehmen wir Stärke.
Nehmen wir eine starke Ansprache. Dann gucken wir, ob es funktioniert hat. Weil wenn sie am Anfang direkt gut gelaunt sind, Leute, das wird richtig gut. Ein starker Captain ist genau das, was die Besatzung jetzt braucht. Leider war die Demonstration deiner Macht darauf begrenzt, zusammenhangloses Zeug zu rufen. Wie Hände hoch, das ist ein Überfall. Oder ist der Finger oben, wird man dich loben. Freunde, merkt euch das. Ist der Finger oben, ne? Wird man dich loben, auch wenn der Daumen. Ist der Daumen Finger? Eigentlich schon, ne? Also ist der Finger oben, Freunde, ne? Daumen oben, ihr wisst Bescheid. Wird man euch loben. Voll wichtig. So, dein Mitüberlebenden hat deine Rede wenig überzeugt. Schade. Kacke. Oh, Verbandskasten. Warum nicht? Wie ist der zustande gekommen? Sie haben deine Worte einen Eindruck hinterlassen, wahrscheinlich aber nicht den, den du dir gewünscht hast. Captain des Herstellungsmoduls im hinteren Teil der Kabine wurde aktiviert. Vielleicht erinnerst du dich noch an dein Astroburger-Training. Dieses hochmoderne technologische Meisterwerk lässt dich in Übereinstimmung mit dem Massenerhaltungssatz erschaffen und zerstören. Du brauchst nur ein paar Mineralien, Chemikalien oder Energie. Mit der Maschine kannst du Vorräte herstellen, recyceln und reparieren. Außerdem kannst du Gegenstände und Shuttle-Systeme verbessern. Du steckst voller Überraschungen, nicht wahr, Captain? Ich rede natürlich von diesem Ding, das du unter deiner Uniform versteckt hast. Na also, freut mich, dass du es für uns alle mitgenommen hast. Ah, oh, wir haben jetzt Verbandskasten geschenkt bekommen. Das ist ja nett. Was können wir herstellen? Wir können die Puppe herstellen. Was brauchen wir dafür? Ich weiß nicht, was ist wichtiger. Feuerzeug oder Klebeband oder vielleicht das Artefakt. Ich glaube, für die Reise ist das Klebeband ganz gut. Später ist das Feuerzeug für die Höhlenerkundung ganz gut. Wir nehmen erstmal das Klebeband. Ich denke, das wird recht wichtig sein. Du hast in der finstersten Ecke des Schiffs einige verrostete und angeschwollene Suppendosen gefunden. Ja, natürlich gucken wir danach. Suppendosen. Komm, gib mir mehr Dosen. Gib mir einfach eine richtig gute Porno-Runde. Oh ja, nochmal zwei. Und das Klebeband ist fertig. 11 Suppendosen, Freunde. 11 Suppendosen. Wir haben sogar einen Verbandskasten geschenkt bekommen. Und wir haben die Rüstung. Und wir haben einfach alles bis auf, ja, Feuerzeug. Hä? Na ja, gut, das Feuerzeug können wir nur sogar noch herstellen. Ach so. Ach, wir haben noch mehr als genug. Wir können sogar noch die Puppe herstellen. Nice. Wir haben einfach alles, Leute. Wir haben alles. Ah, oh, ist das Tool. Tool ist das Tool. Ist das toll. Das ist so Tool. Alter Schwede. Das wird eine richtig coole Runde, Freunde. Das wird eine richtig coole Runde. Das ist. Tool ist einfach nur zusammengebaut aus cool und toll. Es ist Tool. Alter, ist das Tool. So, weiter geht's. Captain, ich spüre einen beunruhigenden Aufbau an psychischer Ansammlung. Die Gasmaske. Wir haben es nicht geschafft, die Gasmaske. Oh nein. Und die Socke ist jetzt auch weg, oder was? Weil wir können sie ja reparieren, so schlimm ist es nicht. Können die Socke noch reparieren? Naja, gut, Puppe verloren. Aber dafür ist die Anspannung weg. Ja, komm. Machen wir erst mal die. Machen wir erst das hier fertig. Ui, du hast ein Hologramm-Schachbrett. Guck mal, meine Intelligenz 3. Du hast ein Hologramm-Schachbrett an Bord gefunden. Du hast noch nie etwas von Hologramm-Schach gehört. Es funktioniert wie normales Schach, aber mit einem großen runden Brett und holographischen Monstern als Figuren. Du hast es, da es keine materiellen Del. Da es keine materiellen Teile gibt, kann ich auf jeden Fall mit dir spielen. Du musst meine Züge eingeben, aber vergiss nicht, dass ich die Luftzufuhr in deinem Schlafzimmer regle. Ich meine ja nur, dass du besser nicht schummeln solltest. Möchtest du spielen? Das ist aber ein recht gemeiner Computer, ne? Muss ich sagen. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, was es mir bringen soll, Schach zu spielen, aber wenn ich gewinne, kriege ich vielleicht irgendwas. Vielleicht eine Gasmaske. Ich habe die Gasmaske vergessen. Ah, die wollte ich dieses Mal mitnehmen, ne? Ich will dir nicht unter die Nase reiben, dass ich dich im Holoschach geschlagen habe, aber. Was denn? Warum bist du sauer? Wie zum Universum konntest du erwarten, mich zu schlagen? Der Computer gewinnt immer. Jetzt heul nicht rum. Meine Züge waren absolut regelkonform. Du hingegen solltest dankbar sein, dass ich dich nicht schummeln und gewinnen gelassen habe. Ich bin nicht sehr nachsichtig, wenn ich bei Brettspielen verliere.
Schnelligkeit wäre wahrscheinlich Schummeln gewesen. Naja. Aber gut, Schummeln hätten wir auch nicht geschafft. So. Du beschwerst dich nicht, aber ich weiß, dass du hungrig bist, Captain. Wir haben jetzt Tag 5, ne? Ja, eigentlich könnte ich beiden was zu essen geben, ne? Interessante Neuigkeiten, Captain. Hinter einer der Wandplatten scheint sich ein Hohlraum zu befinden. Vielleicht ein versteckter Raum, ein geheimes Lager. Es wäre eine Überprüfung wert. Okay. Dann setzen wir natürlich unsere Stärke ein und stellen uns nochmal die Sockenpuppe her. Wir haben alles bis auf die Gasmaske. Wie ist das möglich? Ich kann die auch nicht herstellen. Warum nicht? Guck mal, was wir alles haben. Ah, schön. Verbessern. Herstellungsmodul. Rüstung verbessern. Ich weiß nicht, was es bringen soll, Artefakt zu verbessern. Oder was überhaupt Verbesserungen bringen. Vielleicht halten sie dann doppelt so lange. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir es eines Tages herausfinden, wenn ich genug Energie habe. Vielleicht soll ich mal Energiereserven mitnehmen. Einfach mal nur zum Überprüfen. Herstellungsmodul kann ich mir vorstellen, dass es, dass wir zwei Sachen auf einmal bauen können. Aber der Rest? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall daran denken, dass wir den Kommunikator nochmal reparieren müssen, wenn wir gelandet sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Ihr kriegt beide was zu essen. Das heißt, wir dürfen sie einen Tag lang hungern lassen. Beim zweiten Tag hungern sind sie sehr hungrig. Gestern habe ich dich auf einen versteckten Raum hinter einer Wandplatte aufmerksam gemacht. Du hast dein Bestes gegeben, um hineinzukommen, hattest aber keinen Erfolg. Ja, wir werden wahrscheinlich niemals herausfinden, was da ist. Na gut. Weltraumreisen können öde sein, aber es gibt zum Glück Unmengen an Möglichkeiten, um den Spaß ins Weltall zu bringen. Vertrau mir, ich lebe in einem Computer. Entwerfen wir doch ein Spiel. Dein Spiel braucht ein Spielprinzip. Es könnte sich um einen Gegenstand drehen. Na los, werd kreativ. Wir machen wieder das Schaufeltauziehen. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, ne? Ich weiß, ich könnte das andere mal testen, aber ja, man weiß es nicht. Dein Spiel dreht sich um eine Schaufel. Das Spielprinzip lautete Tauziehen. Du und Megan begannen jeweils jeweils ein Ende der Schaufel in der Hand und begannen zu ziehen. Als Captain hast du natürlich das Schaufelblatt bekommen. Wunder, oh Wunder, Megan kinderleicht geschlagen. Du hast das Spiel, bis niemand mehr mit dir spielen wollte. Es hat aber auf jeden Fall zur guten Stimmung im Shuttle beigetragen. Du bist immer noch hellwach. Sehr schön. Was blinkt hier eigentlich hier? Ja, finde einen geeigneten Landeplatz. Mal gucken, wo wir landen werden. Ha! Da haben wir schon das Klebeband. Gut, dass wir es repariert haben oder gebaut haben. Captain, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Heute ist der Wurm bei mir drin. Es ist auch noch früh morgens bei mir. Die gute ist, dass die Luftschleuse erfolgreich als Weltraumtoilette verwendet werden kann. Sie ist nun voll und kann in den Weltraum entleert werden. Die schlechte Nachricht ist, dass die Schleusenkapsel blockiert ist. Wenn du sie nicht bald reparierst, wird unsere verstopfte Toilette schnell zur Vernichtung der Menschheit führen. Na gut. Machen wir das mal, machen wir das mal. Tag 8. Das Klebeband war unsere Rettung, Captain. Die Schleusenklappe ist nun voll funktionsfähig und die lästige Ladung ist weg. Wir sind wieder sicher. Der Gestank wird bestimmt auch irgendwann verschwinden, eines Tages. Ihr beide könnt nun beruhigt sein, Captain. Also bis zur nächsten Krise. Du wirst langsam ziemlich hungrig, Captain. Megan ist fit im Kopf, sieht ziemlich hellwach aus. So, wollen wir den jetzt schon Essen geben? Nee, wir können noch einen Tag warten. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Sockenpuppe wird wiederhergestellt. Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein oder vielleicht schlimmer noch eine Art der Sowjets, ihre Signale zu verschlüsseln. Okay, das Signal. Wer ist denn intelligenter? Wir sollten den auf jeden Fall für diesen Fall der Fälle geben wir denen doch jetzt schon was zu essen. Ich meine, das ist ein Notfall. Wir haben noch 9 Suppe übrig. Und wir wollen gucken, wer ist hier die Intelligenzbestie von denen. Das konnten wir hier machen, ne? Wer ist intelligenter? Intelligenz brillant. Beide sind brillant, deswegen lassen wir es Megan machen, damit sie einen Erfolg hat. Erfolge sind gut für die Disziplin. Und ich muss sagen, mein Mikrofon wirft Schatten auf mich, das ist echt lästig.
Captain, das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen. Aber das ist einer der größten Momente für die Menschheit und die von Menschen geschaffene KI. Wir sind nicht allein im Universum. Ho, wir könnten endlich die Signale entschlüsseln, die wir empfangen haben. Sie stammen von Aliens, also von anderen Lebensformen. Und nein, damit meine ich nicht die Kommis. So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen. Anscheinend gibt es einige intelligente Zivilisationen in dieser Galaxis. Okay. Beide sind wachsam. Hamsterer. Ah, dadurch haben wir das hier bekommen. Na gut. Wir haben eine kleine Metallschachtel in einem der Fächer gefunden. Darauf steht Unsert. Bitte öffnen. Du könntest das Schloss auseinandernehmen und dir so ein paar Materialien sichern. An den Inhalt kommst du aber dann aber nicht. Du könntest auch versuchen, sie zu öffnen, wenn du denn geschickt genug bist. Geschickt genug bin ich nicht. Oder? Doch, Intelligenz ist ja geschickt, ne? Und Beweglichkeit ist somit auch die Materialien. Okay, wir verwenden unsere Intelligenz dafür. So, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wann wir beim Planeten ankommen, ne? Wir werden sehen. Tag 10. Plus Sockenpuppe. Hui. Du hast das Schloss von der Schachtel, die du im Shuttle gefunden hast, vorsichtig auseinandergebaut. Wie vorher gesagt, war die Schachtel nicht mehr zu gebrauchen, also hast du deine ganze Aufmerksamkeit den Einzelteilen des Schlosses gewidmet. Die elektronischen Dingsbumse sahen vielversprechend aus, aber der Großteil war einfach nur Müll. Was für eine Zeitverschwendung. Nächstes Mal wissen wir Bescheid. Wir brechen das Ding auf. Mit Beweglichkeit. Schade. Naja. Unser Wasseraufbereiter überhitzt. Eigentlich ist das gar kein Problem. Dafür gibt es Sicherheitsmaßnahmen im System. Das Problem ist, dass wir unter dem Wasseraufbereiter unsere Mineralien lagern. Ich mache mir Sorgen, dass die Mineralien dort. Dass die Mineralien dort und seien es auch nur verbleibende Spuren davon. Okay, hier ist ein Schreibfehler. Schmelzen oder kochen könnten, wenn sie zu heiß werden. Das könnte gefährlich werden. Ein manueller Neustart könnte das Problem beheben, ist aber kein einfaches Unterfangen. Willst du es versuchen? Also wir sind ja eigentlich recht brillant drauf, ne? Ja, wir haben auf jeden Fall 20 Chemikalien, damit können wir uns Essen ohne Ende machen. Wir sollten es versuchen. Hätten wir jetzt nichts dabei oder hätten wir nur irgendwie nur 5 Stück oder so übrig, dann hätte ich gesagt, ja komm. Ist ja auch egal. Aber so. Du hast dich entschieden, den Überhitzerwasseraufbereiter manuell neu zu starten. Das war schwieriger, als du erwartet hattest. Das Handbuch des patentierten Astroburger-Wasseraufbereiters warnt ausdrücklich davon, während solcher Reparaturarbeiten Dampfstrahlen freizusetzen. Du hattest Glück, dass der freigesetzte Dampf keine der herumliegenden Mineralien verdampft hat. Oder du weißt schon, euch. Megan ist immer noch hellwach. Okay. Aber ist alles gut gelaufen, ne? Alles gut gelaufen. Captain, du hast deine Mundhygiene schon viel zu lange vernachlässigt. Ich sage dir jetzt, der fiese Zahn muss raus, bevor die Sache noch schlimmer wird. Aber keine Sorge, es tut nur ganz kurz weh und vielleicht darfst du dir zur Belohnung auch etwas aus der Spielzeugbox nehmen. Oh, vielleicht eine Gasmaske. Wie es das Protokoll vorsieht, wurden die nötigen Werkzeuge automatisch ausgegeben. Ein Stück Faden und eine Flasche Narkotikum, nehme ich an. Auf der Flasche ist das Astroburger-Logo und jemand hat Narkotikum per Hand draufgeschrieben. Brauchst du einen Assistenten für die Prozedur? Ja. Wir nehmen einfach mal Megan mit. Komm schon, gib mir eine Gasmaske. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Du stecktest die Prozedur tapfer weg, aber Megan verdaute den Anblick weniger gut. Ja, und bestand im Schock darauf, die ganze Flasche des Narkotikums auszutrinken, um die Nerven zu beruhigen. Als Megan die Flasche geleert hatte, schien sie viel vitaler und belastbarer als sonst. Ich glaube, das war keine normale Medizin. Okay. Bist du jetzt noch besser oder was? Passabel, brillant, fit. Geschmeidig, brillant, passabel. Das heißt, aus ihrem. Nee. Aus ihrem Fit wurde geschmeidig? Nehme ich an. Ich weiß es nicht. Wann landen wir auf unserem Planeten? Beide sind hungrig, ne? Wir haben jetzt Tag 12. 8 haben wir den gegessen. Essen gegeben. Ja. Huch! Captain!
Eines unserer nicht lebensnotwendigen Systeme kollabiert gerade. Die Fehlfunktion ist ernst und das System will einfach nicht mit mir reden. Wir müssen uns direkt darum kümmern. Wenn wir nichts unternehmen, wird dieser Zusammenbruch dazu führen, dass ein zur Atrophie der Gehirnzellen führendes Kühlmittel in unser Lüftungssystem eindringt. Anders gesagt, du solltest dich besser um einen Ausweg aus dieser Krise kümmern. Mit ein bisschen Glück. Komm. Ja, ich will das hier nicht opfern und ich will das hier nicht opfern. Das sind viel. Ich meine, wenn sie jetzt krank werden, dann benutze ich halt einmal Erste Hilfe und dann ist gut. Drück mir die Daumen. Tag 13. Du hast dein Vertrauen in das Artefakt gesteckt, während das Subsystem kollabierte. Ich war ganz schön überrascht, als das Kühlsystem zwar ausgetreten ist, aber durch die vom Artefakt erzeugte Blase aus schützender Energie aufgehalten wurde. Puh. Ich konnte das freigesetzte Kühlmittel aus dem Shuttle filtern. Es geht uns gut, da habt ihr nochmal Glück gehabt. Ein Schwund an Gehirnzellen wäre so ziemlich das Letzte, was wir gerade gebrauchen könnten. Das stimmt. So, okay. Jetzt können wir denen was zu essen geben. Das heißt, einen Tag können sie hungrig werden und den anderen brauchen sie dann was zu essen. Kann ich den beiden die Socke? Nee, ich kann nur einen die Socke geben. Genauso wie Verbandskasten. Na gut. Gestern Nacht habe ich mir einige Designs für wunderschöne Maschinen angesehen. Das warum tut nicht zur Sache. Aber jetzt pass auf, ich habe an Bord einen Lebensmittelautomaten entdeckt. Alle Shuttle des Astroburger-Programms sollten planmäßig mit einem davon ausgestattet werden. Bei unserem fehlt ein Hebel, aber ansonsten scheint er funktionstüchtig zu sein. Wir probieren das nächste Mal mit der Schaufel. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, Klebeband genommen. Ich weiß aber nicht, ob wir es geschafft haben. Wir probieren mal die Schaufel. Wir müssen dieses Spiel lernen. Komm schon, Schaufel. Ja, Suppendose. Buch? Ach stimmt, das Buch hatten wir auch nicht dabei. Wir haben ein Buch bekommen. Ah ja. Ja, ein Item mehr. Gnadenlos mit einer Schaufel auf die Maschine einzuprügeln. Ich dachte, wir verwenden die Schaufel als Hebel. Musste einfach funktionieren. Wenn der Griff sich nicht anstelle eines Hebels darin verklemmt hätte, bin ich sicher, dass sich der Automat selbst repariert hätte, um diesen Lärm ein Ende zu setzen. Ich bin so stolz, ein Mitglied deiner Besatzung zu sein. Jetzt nur noch ein wenig daran ziehen und, na bitte, Captain, eine brandneue Suppendose direkt aus dem Automaten. Dummerweise enthielt er nur eine Portion. Keine Sorge, ich habe mich bereits um den restlichen Müll gekümmert. Captain, wie ich sehe, hast du ein Buch an Bord geschmuggelt. Er schmuggelt Sachen an Bord. Ist das geil. Ist dir klar, dass es sich dabei vielleicht um die letzte Ausgabe eines von Menschenhand geschriebenen Buchs im Universum handelt? Ersatzklopapier, sagst du? Nee. Ah, du bist nicht mehr hungrig. Megan hat aufgehört. Fürs Erste, Megan sagt, dass sie dich als Captain schätzt. Guck mal, loyal. Oh, siehst du. Ich mag den Captain. Der ist richtig cool. Der hamstert Sachen. Oh. Wir hatten Mond. Captain, wach auf. Wir nähern uns einer Art Himmelskörper. Es ähnelt einem Mond, aber ich glaube, dass es eigentlich ein kleiner Planet ist. Ich fühle einen schnellen Scan, führe einen schnellen Scan durch. 96%, 98% und 100% Scan abgeschlossen. Ich hatte recht, ein kleiner felsiger Planet ohne organische Lebensform, aber dort unten herrscht reges Treiben. Merkwürdig, meine Scanner, ich habe die Waffe auch nicht mit, ne? Ich hatte recht, ein kleiner felsiger Planet ohne organische Lebensform, aber dort unten herrscht reges Treiben. Merkwürdig, meine Scanner können auch einige Bauten, vielleicht sogar Städte erkennen. Captain, wenn du sicher auf diesem Planeten landen willst, dann wirst du dich um eine kleine Fehlfunktion in unserem Lenksystem kümmern müssen, da wir im Moment nicht einmal in der Lage sind, uns zu drehen. Oh, und du wirst das erledigen müssen, bevor wir an diesem Planeten vorbeigeschwebt sind. Beeil dich. Oh, ich will auf diesem Planeten landen. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Komm schon. Please. Ah, neuer Planet. Ja. Ja. Tag 15. Robo. Nee, Robotufo, da waren wir schon mal, ne? Da waren wir schon mal. So, Freunde, aber bevor es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann erfahren wir, wie es hier auf dem Roboterplaneten weitergeht. Wir waren schon mal hier. Ich erinnere mich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.